Ihr seid richtig beim Speeddate mit Bibi Thomas. Herzlich willkommen. Yes, danke schön. So, bist du bereit für mein Speeddate? Oh ja, ich bin ready. Ich stelle mir die Frage. Okay, pass auf. Dein Lieblingsgeruch, welcher ist das? Rose. Rose? Ganz klar, ich liebe es. Es ist betörend, es ist trotzdem auch so beruhigend und so aufregend. Sehr, sehr schön. Wenn du einen Ort wählen müsstest, der dein Herz springen lässt, der dich beruhigt, dein Lieblingsort, welcher ist das? Am Strand, egal in welchem Land, Hauptsache Strand und 27 Grad. Exakt 27 Grad brauchen wir. Sonne. Ist ja ein bisschen pedantisch. Kommen wir zu den nervigen Eigenschaften, die du hast. Was würden andere Leute sagen, ist die nervigste Eigenschaft an dir? Boah, ich bin manchmal verpeilt, voll verballert. Also ein Beispiel? Und manchmal komme ich 5 Minuten zu spät. Meine Freundin sagt immer, es sind die afrikanischen 5 Minuten in mir. Nur 5, das geht ja noch. Also gut, es gibt ne? ja, ich wollte ja. gerade sagen, da gibt es bestimmt auch andere Kulturen, die schaffen 15. Ja. So, kommen wir mal zurück in deine Vergangenheit. Was war dein erster Crush, so der erste Künstler, in den du verknallt warst oder das erste Poster, was so über deinem Bett hing? Brian von den Backstreet Boys. Oh. Ja, und Justin danach. Dann war so, Brian, wer ist Brian? Justin, oh mein Gott, marry me. Okay, das hat nicht geklappt, aber es kann ja noch mit anderen Dingen klappen. Kommen wir mal nochmal zu deinen Eigenschaften, zu Klischees. Du bist in New York geboren. Mhm. Was würdest du sagen, ist das Amerikanischste an dir, wenn man so in Klischees denkt? Gibt es irgendwie was, wo du sagst, okay, das ist very American? Dass man ganz oft dass ich bei Konzerten oder Filmen immer Kommentare abgeben muss. Ah. Das ist typisch Afro-American, ja? Zum Beispiel in der Kirche am Sonntag, wenn der Preacher dann sagt, und hier, und Gott liebt euch, dann sagen die immer, Amen, yes, brother, say it! Ja, die können die Klappe nicht halten. Ich bin auch so, yes, woo! Und dann so, oh Gott, halt doch die Klappe! Ja, schön. Ich stelle mir das jetzt in so einem klassischen Konzert sehr schön vor, in der Elbphilharmonie zum Beispiel. Genau, nicht so, Amen! Einfach als Zustimmung. Ist gut. Sehr schön. Lampenfieber ist ja bei jedem ein Thema. Was hilft dir gegen Lampenfieber? Was hast du da für ein Rezept? Rumspringen. Und meine Gesangslehrerin hat mir mal was beigebracht. Und zwar macht man dann, let's go! Das ist total cool. Das ist wie so ein Startsignal. Okay, also Startsignal und vor allem rumspringen. Also die ganze Energie einfach sozusagen loswerden. Genau, wie so eine überschüssige Energie, genau. Okay. Und ich singe den Song 1000 Mal. Wo andere sagen, oh Gott, kann die bitte ihre Klappe halten? Da bin ich so, dass ich nochmal singe, nochmal die Stelle, bis ich das Gefühl habe, alles klar, entweder ich muss auf die Bühne oder ja, bis zum Schluss. Kommen wir mal zu dem Song. Wir dürfen natürlich noch nichts verraten, aber wir können ein bisschen über die Botschaft des Songs sprechen. Ja. Den Titel kennen wir ja, also was sollen die Menschen mitnehmen, wenn sie deinen Song hören am Freitag? Die sollen wissen, weil jeder von uns hat innere Dämonen und ich glaube, darüber darf ich reden und darum geht es im Song. Und jeder soll da rausgehen und sagen, yes, ja, es gibt immer ein positives Ende und man muss sich nie mit seinen Unsicherheiten und Ängsten zufrieden geben, sondern es gibt immer einen Ausweg. Und in meinem Song geht es darum, dass man sagt, was ich sagen werde, darf ich noch nicht sagen. Wir sind sehr gespannt darauf. Wir wollen natürlich trotzdem gerne ein bisschen mit dir singen, beziehungsweise ich nicht, sondern das machst du bitte für uns. Okay. Ich hätte 3 Sachen zur Auswahl. Du kannst dir was aussuchen. Also entweder ein Schlaflied, sowas wie was du zum Beispiel deinem Sohn vorsingst, oder ein Lied über New York, deine Geburtsstadt, oder ein Lied vom ESC, irgendwas, was dir einfällt. Grew up in a town that is famous as a place of movie scene. Oh, das ist ein anderes. Noise is always loud. There is silence all around. And the streets are mean. I can make it here. I can make it anywhere. That's what they say. Und so weiter und so fort. Sehr schön. Vielen Dank. New York, Bibi Thomas, hier bei uns. Yay!